Hallo und herzlich willkommen zum Räuberboss im März 2024. In diesem Video zeige und erkläre ich euch mein Team, mit dem auch ihr das Event erfolgreich spielen könnt. Wie ihr seht, gibt es in diesem Event wieder einen Event-Hauptmann, und zwar den gesalbten Champion. Den bekommt ihr diese Woche im Shop, wenn ihr mindestens Stufe 2 kauft. Das kostet euch ca. 100 Edelsteine. Wie ihr seht, habe ich auch noch Stufe 3 gekauft, weil ich gerne alle Waffen im Spiel besitze. Solltet ihr keine Edelsteine ausgeben wollen, aber ihr wollt auch die Waffe haben, dann könnt ihr diese Waffe wie immer in der Seelenschmiede unter dem Reiter Waffen herstellen, falls ihr diese Ressourcen haben solltet. Allerdings, die Waffe kommt bei mir im Team nicht vor, das heißt, ihr braucht sie nicht unbedingt. Ein Siegel habe ich noch übrig, wie ihr seht, und hier ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Als Klasse habe ich den Seuchenmeister. Durch den Seuchenmeister kommen alle Einheiten aus dem Königreich Dunkelstein. Als Banner habe ich das Obsidian-Banner, weil wir vereinigt Lila und Braun brauchen und wir haben kein Grün im Team. Ansonsten besteht mein Team aus folgenden Einheiten. Der Leibeigner, das ist mein Hauptmanner-Produzent, denn er zerstört 44 zufällige Edelsteine. Da nimmt jetzt natürlich noch 2 Schaden und wenn 13 oder mehr rote Edelsteine auf dem Spielfeld sind, erhält er noch einen Extrazug. Das ist aber kein Problem mit dem Schaden. Ja, knallt richtig schön durch, das heißt, er lädt alle Einheiten relativ schnell auf. An der zweiten Position habe ich meine Waffe, und zwar die schwarze Handschelle. Sie fügt einem Feind 64 Schaden zu und dann besteht noch eine Chance von 20% einen zufälligen Feind zu verschlingen. Deswegen ist er bei mir auch in der zweiten Position, falls A, einer der Staubteufel mich nach oben treibt und ich habe schon eine Einheit gefuttert auf Deutsch, dann macht er halt mehr Schädelschaden. Ansonsten halt, wie gesagt, wenn der Leibeigene weg sein sollte, ist dann mein Held natürlich mit dem Schädelschaden besser dran als wie die dritte Einheit, und zwar der Magnus. Der fügt nämlich allen Feinden 43 Schaden zu, verstärkt durch erkrankte und vergiftete Feinde. Das heißt, er macht auch wieder Schaden auf alle Gegner. Und an der letzten Position habe ich dann halt noch den gesalbten Champion, also wie gesagt, den Event-Hauptmann. Denn er fügt einem Feind 50 Schaden zu und wenn der Gegner ein Boss ist, verursacht er dreifachen bis fünffachen Schaden, basierend auf den Aufstiegen. Das heißt, ihr seht, ich habe ihn noch auf der einfachsten Stufe. Das heißt, bei mir macht er nur dreifachen Schaden gegen den Boss. Und wenn ich ihn jetzt zum Beispiel mit 2 blauen Orbs auf Level 20 aufwerten würde, also dass er dann hellblaue Umrandung hat, dann macht er sogar fünffachen Schaden gegen den Boss. Das ist mein Team und wie das Team genau gespielt wird, zeige ich euch jetzt anhand meines letzten Siegels. Als erstes versucht man natürlich oben den Leibeigenen aufzuladen, das wird aber relativ schnell gehen. Das heißt, einmal lila kombinieren und schon ist er voll. Jetzt seht ihr den Staubteufel, da zieht mein Leibeigen nach unten, aber ihr seht auch, mein zweiter ist jetzt voll, beziehungsweise der dritte ist voll. Das heißt, wenn der dritte voll ist, der gesalbte Champion, dann spielen wir ihn und den spielen wir immer auf den Boss. Und schon ist der Boss erstmal weg. Und dann spielen wir natürlich unseren 2 Angriffsmacher, das heißt quasi die Handschellen oder den Magnus. Ist keine der Einheiten voll, seht ihr, der Leibeigen ist voll und mit dem Leibeigenen laden wir alle Einheiten schnell wieder auf. Und wie ihr seht, jetzt kann man natürlich noch Schädelschaden mitnehmen, aber es ist eigentlich egal, weil die Gegner sind relativ schnell jetzt down. Das ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und allgemein, wenn ihr Videos zu Gems of War sehen wollt, so könnt ihr diesen Kanal abonnieren, da es hier regelmäßig Videos zu Gems gibt. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!